Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir befinden uns hier im Haus vom, ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn nennen soll, dem Kammerjäger. Zumindest hat er einen Kammerjäger-Van, deswegen schließe ich daraus, dass er ein solcher ist. Und ja, seiner verrückten alten Frau, die uns mit Bleich unsere Augen zu Gelee verarbeitet hat. Und ja, sind eigentlich mal auf der Suche erstmal nach einer Waffe. Und zufällig auch nach Glühbirnen. Da drüben war nämlich ein Raum, der ganz dunkel war, mit kaputten Lampen. Was haben wir hier? Eine alte Standuhr. Sieht so aus, als ob sie noch funktioniert. Ja, kann ja sein, dass da ein Geheimgang drin versteckt ist. Das kann gerne jemand anders entdecken. Ich habe schon genug Probleme. Ach Mensch, Susan. Na, raus wollen wir ja jetzt nicht. Wir wollen ja schon Rache üben, hä? Flaschen. Leere Weinflaschen. Sie trinken gerne mal etwas. Es gibt nichts Besseres als ein schöner Rotwein mit deinem medium gebratenen Katzensteak. Hier kocht sie. Dreckige Pfannen stinken immer noch nach alten Katzeneintopf. Oh, die essen Katzen. Ich fasse es nicht. Die sind alle schrecklich stumpf. Könnten kaum als Waffe taugen. Verdammt. Na, vielleicht können wir sie für was anderes gebrauchen. Wer weiß. Schleimig. Ich glaube nicht, dass sie oft abwäscht. Nee, so sieht das hier wirklich nicht aus. Die Tür klemmt. Da ist vielleicht auch besser. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was da drin ist. Okay. Vielleicht wollen wir wirklich nicht wissen, was da drin ist. Ich kann es mir nämlich schon denken. Ein kleines Gemälde eines Straßenverkaufsstands bei Nacht. Oh, wenn wir es mitnehmen können, nehmen wir es mal mit. Was gibt es hier auf dem Tisch? Müssen wir uns hier verstecken? Schmutzige Überreste von vielen Mahlzeiten übersehen den Esstisch. Es riecht stark nach vergammeltem Essen. Na, wie lecker. Well, well. Boxes full of bleach. I suppose I deserve a bottle. I've worked hard for it. Ganz recht. This reminds me of something. The first thing you need is a strong toilet bleach. You know the kind. Not just a regular bleach, but one that makes your eyes all watery and skin itchy. What's going on? Something is wrong, Mitzi. The cats are alarming. That's exactly like when I found you, Miss Ashworth. We've got to check what's going on. Oh, I'm really sorry, but there is no way I'm going out in this fog. Fine. I'll go on my own then. Oh my. Das klingt echt nicht gut. Erdgeschoss, würde ich sagen, ne? Klang ja, als käme es von unten. Denn hier raus? Keine Post für Susan. Überraschung, Überraschung. Alle anderen Fächer sind abgeschlossen.
Alles klar. Ah, da ist dieser scheiß Van. Away, and not a soul would notice. But still, it could be worse. At least it's not raining, eh? Always look on the bright side, they say, and I always do. Not a talkative type, are you? What's your name, sweetheart? Geht dich nichts an? Don't be such a scaredy cat, sweetheart. You're Susan, aren't you? Woher weißt du das? Man had described to me what you look like. And what can I say? It was spot on. Oh. What do you want? I'm just here on a job, sweetheart. Nothing more. I had a call, you see. There's a cat problem. And apparently, some crazy cat lady keeps making it worse for everyone. So ein Arschloch-Nachbar. Crazy cat lady called Susan, I was told. Now, you ain't gonna like it, sweetheart, but I'm taking you for a ride. Nein. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wie wir hier hingekommen sind. Wo geht's hier hin? Oh. Ist das der Garten? Waschen Sie hier? Das Wasser sieht sehr seltsam aus, wie eine Mischung aus Dreck, geschmolzenem Fett und Benzin. Was macht der in der Badewanne? Er ist total verrostet und bedeckt mit Schleim. Hoppla! Well, well, look what the cat dragged in. Ja, wie wehren wir uns denn jetzt? Tja, scheiße. Bleib nur noch rennen. Ach, scheiße. Fuck. Okay, auf ein neues. Schon noch mal, ob wir irgendwie an eine Glühbirne kommen. Aber wenn die angeschaltet sind, sind die Glühbirnen zu heiß. Was mach ich denn da? Vielleicht gucke ich erstmal oben, was es da noch gibt. Oh, da läuft er wahrscheinlich rum. Na, kann ich eh nicht. Oh, ich kann mit dem Katzengreifer eine Glühbirne entfernen, oder? Nein, kann ich nicht. Wirklich nicht? Och Mann. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man irgendwie die Treppe hoch? Nee. Ah.
nicht hier vielleicht untereinander was kombinieren? Hm, auch nicht. Kann ich das Radio anschalten? Nein. Tja. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich die... Nein. Ein Herd. Ach, den habe ich eben auch schon untersucht. Mann. Ich mich hier einfach... Nee, muss ich ja nicht. Hat sie recht. Gibt's denn hier sonst noch... Ah, Stofffetzen. Okay. Schachtel. Es müssen mindestens 20 Flaschen Bleich im Karton sein. Okay. Ich den hier mit irgendwas. Nee. Untersuche Badewanne. Das Wasser ist absolut eklig. Der Geruch allein lässt mich würgen. Oh. Scheint nicht das erste Opfer zu sein. Ja, schon viele Leichen in meinem Leben gesehen, aber diese hier ist definitiv die gruseligste von allen. Ah, da könnte doch jetzt unser Katzengreifer zum Einsatz kommen. Jawohl. So, und wofür ist der jetzt? Sieht aus wie ein Autoschlüssel, okay. Dann gehen wir doch mal vor die Haustür, denn da steht doch bestimmt dieser blöde Van. Und da gibt es bestimmt auch noch irgendeinen Krams, den wir gebrauchen können, um unsere Todeschemikalie herzustellen. Was war das nochmal genau? Schwefel? Schwefelsäure? Nee, nicht Säure. Ach, ich weiß es nicht. Kleines Fenster. Das Glas auf einer Seite des Fensters ist kaputt, daher kommt also dieser Luftzug. Drin sehe ich meinen Entführer, wie er tief und fest im Stuhl schläft. Ew. Na, immerhin schläft der Gute. Ja, ich bin fast schon froh, dass ich bewusstlos war, als er mich herbrachte. Durchs Fenster kann ich Tierfutter und Blut erkennen. Aber die Hintertür ist abgeschlossen. Ich frage mich, ob irgendwo ein Ersatzschlüssel zu finden ist. Ja. Den haben wir doch schon längst gefunden. So. Was für ein schrecklicher Gestank. Aber was ist das? Scheinbar tut dieser Idiot alles, was sein Frauchen aus der Hölle ihm sagt. Er hat seine Gasmaske hergebracht. Ich nehme die mit. Er braucht sie eh nie wieder, wenn ich hier fertig bin. Die können wir gut gebrauchen, wenn wir unser Zeug da anmischen und nicht selber bei drauf gehen wollen. Die Tür ist abgeschlossen, aber ich kann erkennen, dass er ein Telefon auf dem Fahrersitz hat liegen lassen. Vielleicht könnte ich Hilfe rufen, wenn ich es irgendwie bekommen könnte. Das können wir doch sicher auch aufschließen, oder? Ja, natürlich ist der Schlüssel jetzt weg. Mhm. Der Katzengreifer ist auch weg. Mist. Kann ich damit irgendwas machen? Nee.
vielleicht später, wenn ich hier fertig bin. Gibt's hier rechts noch was? Lockere Steine. Teil der Mauer ist schlimm beschädigt. Das ist wohl mal mit seinem Van. Er ist wohl mal mit seinem Van dagegen gefahren. Obwohl sie so kaputt ist, kann ich die Ziegel nicht nur mit meinen Fingern herausholen. Aber vielleicht mit einem stumpfen Messer? Jawoll! Gut. Ein Stein, ein Stofffetzen, Bleiche, Gemälde. Und langsam mir zumindest ein paar Sachen angesammelt, aber irgendwie sieht das für mich noch nicht so nach irgendetwas aus, was uns dabei hilft, die umzubringen. Wo laufe ich hier jetzt eigentlich hin? Nebel? Nebel? Damn fog. I can't see where I'm going. Gut, ich glaube, das Spiel möchte uns sagen, dass es hier nicht weitergeht. Alles klar. Ja, bevor wir wieder reingehen und weitersuchen, würde ich mal sagen, dass wir hier nochmal einen Cut machen und uns nächstes Mal frisch und erholt wiedersehen und uns an unsere Rache machen. Also, bis dann!